Also man könnte meinen, man bewegt sich zu Fuß schneller, ne? Aber zu Fuß ist in diesem Game leider nicht möglich. Und alleine, dass hier der Kackhüttenbereich steht, und was ist das da oben noch? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Off-Road Truck Simulator, Folge 238. Wir haben schon angefangen, die neue Karte jetzt zu erkunden. Hatte ich einfach mal Bock drauf. Mir kippt wird jetzt hier nicht, damit dann mal klar ist, du spaßt. Und jetzt geht's hier weiter mit den nächsten Türmchen, ne? Und dazu müssen wir jetzt aber ein bisschen fahren. Dementsprechend viel Spaß. Der Jar ist nach wie vor unser treuer Begleiter. Wir müssen gucken, wie wir etwas schaffen, denn Tankstellen gibt es, glaube ich, nicht auf der Map. Also, ja. Diese Werkstatt ist unsere einzige Basis. So. Jetzt müssen wir auch natürlich gucken, wo wir fahren. Wir wollten ja erstmal da zu diesem Punkt, um dann das Upgrade einzusammeln. Denn wir haben tatsächlich mal wieder ein Upgrade. Und tatsächlich gibt es hier 6 Upgrades. 2 haben wir schon freigeschaltet. Wisst ihr das nicht? Achso, das ist für die ganze Region. Da gibt es hier wahrscheinlich nicht so viel, ne? Uns fehlen jedenfalls noch einige EP bis Rang 26. Und das ist ja der Rang, wo wir dann den neuen Truck auch freigeschaltet haben. Da brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Geld. Ja. Genau, wir kommen von dem Weg, von dem wir gekommen sind, würde ich sagen. Ich glaube, die letzten Türme können wir sogar von der Werkstatt aus erreichen. Das ist näher. Also können wir uns dann zurücksetzen, wenn es soweit ist. Alles zu seiner Zeit. Oh. So machen. So, können wir gleich mal gucken, was es hier denn so gibt. Wir können Metallrollen hier herstellen, alles klar. Okay. Gut. So, da oben ist das Upgrade irgendwo, auf einem dieser Dinger da. Aha. Nur gucken, wo. Da. Das heißt, ich muss... Ich muss dann hier hinfahren. Dann dahin. Und dann... Kann ich ja hier sogar weiterfahren. Na, dann bringt es ja sogar was. Aber ja, na gut, schauen wir mal. Upgrades, Upgrades, lalalala. Ich frage mich, ob die uns jemals noch mal was bringen. Die meisten Upgrades sind halt auch einfach für Fahrzeuge, die uns halt überhaupt nicht mehr interessieren. Wir nicht mehr richtig brauchen. Also von daher, naja. Ne?
hier die ganze Zeit Schnee oder was? Aber wie viel Grip auf Schlamm, weißt du, und wie wenig bei Schnee. Na gut, jetzt geht's. So. 120 Meter, 100 Meter, komm, Upgrade, Upgrade, Upgrade. Bitte geradeaus fahren, das wäre sehr nett. Achso, ich muss da hoch, oder was? Oh Gott. Achso. Ja, okay, ja, na gut. Was muss, das muss. Und das ist doch tatsächlich mitten auf dem Weg einfach ersichtlich. Und es sind aktive Federn. Manuelle Anpassung der Bodenfreiheit, um eine optimale Leistung auf jedem Gelände zu gewährleisten. Okay, ist ja geil. Und das ist für den Kolob 74760. Interessant. Das finde ich geil, so eine aktive Anpassung. Nicht schlecht, der Kolob, aber ich weiß gar nicht... Ich glaube, ein Kolob hatten wir mal und der war richtig scheiße. Hauptsache der Baum einfach im Weg, weißt du? Please. So, hier sollte ich fahren. Weg von den Steinen. Mit den Steinen haben wir jetzt auch nicht gerade die besten Erfahrungen. Aber wir wollen natürlich die Map freispielen, um arbeiten zu können. Aber klar, Ziel ist natürlich auch die Mission Wiederbelebung der alten Minen. Da ist er ja schon. Na Mensch, na dann. Müssen wir nur noch gucken, wie wir rankommen. Alles nach seiner Zeit. Ah ja. Sprit ist nicht mehr so geil, aber naja, wir haben ja noch ein bisschen was. Dabei. Da oben Droppe. Aber bis jetzt geile Map. Also ich bin gar nicht mal, also... Auf der Map fühlt man sich nicht ganz so verloren. Die Map, die ich bisher so mit am schlimmsten fand, war auf jeden Fall Imandra. Also die zweite Map vom Koftsee. Weil die war einfach sowas von lost. Die wird auch so schwer. Wir haben mit dem Truck noch nicht eine einzige Aufgabe darauf gemacht. Aber da habe ich mich auch so lost gefühlt. Also, ja. So, zack. Aber auch sehr vielfältig, die Map, ne? Geil, geil, geil. Neue Mission, keine Upgrades, wa? Ne. Schade, schade, Schokolade. So. Die nächsten beiden Türme, drei Türme, die sind da, aber das ist von der Werkstatt nicht weit weg. Und dann können wir ja auch gleich von der Werkstatt dahin fahren. Deswegen würde ich sagen, wir bergen uns ganz entspannt. Ich will mal ganz kurz gucken, Kolob, ja. Das ist der 770G, super, P16, den haben wir ja auch noch. Könnte man dann eigentlich auch mal loswerden, weil der halt auch nicht mehr so flott unterwegs ist. Achso, ja, den haben wir noch nicht, den können wir noch finden tatsächlich. Genauso wie den hier, wobei das auch nicht so Trucks sind, die wir jetzt noch brauchen. Kolob, irgendwann mit 70... Entweder das Ding hier. Sieht auch krass aus, aber ich glaube, der war auch nicht so geil.
Okay, die heißen aber alle so. Der hier war scheiße. Ja, und ansonsten gibt es nicht mehr so viele Kollaps. Den haben wir verkauft. Der war auch kacke, weil wir da noch nicht guten Teile für hatten und so. War der echt nicht gut. Der war auch rauswerfen. Also wir können so viele Trucks wieder verkaufen, weil die einfach nichts mehr drauf haben. Sonst gibt es keinen Kollaps mehr. Den haben wir ja auch. Oder haben wir den? Weiß ich nicht. So, keine Kollaps mehr. Also wird es einer davon gewesen sein. Gut. Hier ist dann eine Straße und da ist schon der Turm. Das ist ja wirklich nicht weit. Sollten wir auch locker noch schaffen. Das Gelände sieht halt auch wirklich so ähnlich aus wie Michigan, ne? Da waren wir so lange nicht mehr, also... Das wird ja irgendwann ein langersehntes Wiedersehen geben. Mist. Ah, da ist auch so ein Serviceanhänger. Mist, hier geht's nicht lang. Geduld, Geduld zahlt sich immer aus in diesem Game. Bist du da schon mal ein Schildtunnel? War doch interessiert. Junge, Saft. Yeah. Da. Das ist der Wohnbereich. Na Mensch. Ist der wirklich neu? Also ich finde es auch lustig, dass sie sich echt für neue Maps, neue Umgebungen, neue Features überlegen, mit denen man dann auch erstmal klarkommen darf, beziehungsweise muss, sonst ist man halt am Arsch. Und dieser Weg sieht auf jeden Fall gut aus, leider bewegen wir uns wirklich langsam. Ja, und auch hier werden wir auf jeden Fall wieder Kran-Trucks benötigen. Der Tunnel sagt in die Richtung. Naja, ja, stimmt. Ja, den denken wir auch nochmal. Ja. Jetzt müssen wir aber erstmal eine Weile fahren. Weil es dauert.
Läuft auch bei dem hier. Wie die Karre hier fährt. Aber gut, der fährt ja super durch, also von daher. Disk-Error, schön. Nicht mal meine Lieblingsplatte funktioniert. Da kommt doch der Turm. Langsam, aber sicher in greifbare Nähe. Bin mal gespannt, wo der zweite Zugang ist zu überfluteter Ausläufer. Das würde mich schon interessieren, wo das hinführt. Also wenn wir runter schneller kommen, würde ich doch locker noch den Umweg nehmen. Um den Tunnel noch zu finden. Weil wir das ja dann sehen müssten, oder? Ach, hier kommt noch was. Das ist aber offenbar nur eine Mission. Mhm. Okay. Jetzt wird's spaßig. Ja, wobei, gar kein Problem für den. Ha! Stark. Selbst hier oben versteckt sich eine Mission. Ha! Upgrade. Okay. Stark, stark. So, der Upgrade-Standort befindet sich da hinten. Ah. Wobei, oh, ach. Ach, krass. So weit hinten. Okay, na gut. Passt ja. Müssen wir eh dahin. Müssen wir jetzt, da kommen wir leider nicht so hin. Das heißt, wir müssen leider Gottes den Weg fahren. Das heißt aber, das sind alles so Scheißwege hier. Oh, dann ist die Map ja übelster Wack. Dann halt irgendwo hierhin weiter und dann, ja. Dann fehlt ja nur noch der eine Turm da. Und hier ist auch noch einer. Hänge ich direkt an der Werkstatt dran. Na gut. Oh, na gut. Das zieht sich dann ja auf, ja, alles in die Länge, weil diese Wege hier alle so wunderbar befahrbar sind. Mhm. Nice. Ja, nehmen wir die Aufgabe auch noch mit. So, runter soll es aber schneller gehen hier. Come on! Alter, hier mit Trucks noch lang zu fahren, das wird ja... Ja, wobei ich denke, dass die Zugmaschinen damit kein Problem haben werden. Also die Caterpillars, ja.
Ja, muss ja auch dringend wieder aufräumen. Kacke. Okay, nein, man fährt konstant in diesem Tempo. Nice. So, und indem man sich versieht, ist die Zeit auch schon wieder um, Freunde. Kann schnell gehen. Also man könnte meinen, man bewegt sich zu Fuß schneller, ne? Aber zu Fuß ist in diesem Game leider nicht möglich. Und alleine, dass hier der Kackhüttenbereich steht, und was ist das da oben noch? What? Kommt man denn da hin? Okay. Behindert oder so? Why not? Okay. Werden wir dann auch sehen. So, der Tunnel zeigt da lang. Ich denke auch, wir wollten dahin. Noch ein, zwei Minütchen, Freunde, würde ich sagen. Das wird auf jeden Fall eng mit dem Sprit, wenn ich bedenke, wie viel hier noch kommt, Alter. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ja, Digga, erzähl mir hier nicht, dass es dir so scheiß zu fahren ist, Alter. Los, gib Gas. Hör mal, ruf jetzt. Auf jetzt, Alter. Auf jetzt. Come on. Brauchen aber auf jeden Fall Trucks, die gut im Schnee klarkommen. Ja, Tunnel da lang und das andere Schild zeigt Tunnel hier lang. Also mein Gott, ja, wenn es zwei Türme gibt. So, da hoch sollen wir oder was? Oh mein Gott. Oh, wir können besser fahren, Wahnsinn. Ne, hier müssen wir hoch. Ach, nö. Ja, das ging dann schnell, ja. Schön. Gut, Freunde. Ich würde auch leider sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge fahren wir dann weiter Richtung Upgrade. Ja, machen wir den Berg hier noch und dann war's das. Dann machen wir in der nächsten Folge die hoffentlich letzten Türme. Es sind ja noch immer noch drei Stück offen, glaube ich. Wobei der eine ja direkt an der Werkstatt dran ist, den sollten wir dann also relativ flott hinkriegen, wenn wir die anderen beiden haben. Und genau. Die Strecke, die führt hier wunderschön lang. Schön eng. Mit Trucks wird das super, wenn wir hier lang müssen. Und das sehen wir dann aber später. Also mal ein schöner Ausblick hier. Nicht schlecht. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.